Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Videofolge von mir. Und ja, willkommen zur zweiten Videofolge meines brandneuen Projektes aus Fernost, kann man sagen. Und zwar dem Space Battleship Yamato und der Andromeda später aus den japanischen Anime Star Blazers 2202. Ja, darum geht es. Ein komplett neues und sehr ausländisches Projekt auf jeden Fall, was es hierzulande mit höchster Wahrscheinlichkeit nie geben wird, wegen des fehlenden Marktes einfach dafür, für sowas hierzulande. Und aber ich habe mir keine Kosten und Mühen gescheut, da ranzukommen, weil ich eben das Modell ja richtig geil fand, muss ich aber sagen, wie es ist. Und im letzten Stream, als ich das ganze Projekt nochmal vorgestellt habe, habt ihr mir ja verlauten lassen, ihr wollt es auch gerne sehen. Da mache ich natürlich die Videos davon. Ja, letztes Mal ging es los mit den ersten zwei Folgen, die wir hatten, und haben auch schon ein bisschen was geschafft auf jeden Fall. Und zwar, der Rumpf ist quasi gestartet mit den ersten zwei Rumpfteilen, die wir zusammengebaut haben. Einmal das Kielstück, hier die beiden haben wir zusammengeschraubt, und das obere Teil mit dran. Dazu gab es noch zwei weitere Rumpfelemente, die wir aber noch nicht weiter gebraucht haben. Das waren diese beiden hier. Alles Metall übrigens, sieht man hier sehr schön an dem Element. Alles bis jetzt Metall, und die werden aber noch nicht gebraucht. Und in Ausgabe 2 ging es dann schon los an den ersten von drei Geschütztürmen. Und zwar der hier, der Drillingsturm, wurde komplett zusammengesetzt, auch schon hier mit den Kabeln versehen. Und wenn man ihn dreht, habe ich letztes Mal ja schon gezeigt, wenn ich rankomme, da, dann bewegen sich die Rohre auch schon nach oben der Reihe nach. Sehr schön. Funktioniert schon mal wunderbar. Den haben wir auch gebaut. Den brauchen wir wahrscheinlich erstmal ein paar Ausgaben nicht. Also der dauert noch ein bisschen, bis der eingebaut wird. Stattdessen geht es heute weiter mit neuen, frischen Bauteilen. Und wie wir es erkennen, gerade zu Anfang von so einer Serie, kommen erstmal von vielen Bauphasen ein bisschen was. Ist auch hier so ein bisschen was, aber so ganz unwichtig sind sie tatsächlich nicht. Denn wir bekommen in Ausgabe 3 eine Decksplatte, die wir noch nicht, aber demnächst brauchen werden. Ein Rumpfteil ist mit dabei, und ein Kampfjet oder ein Spacejet wird zusammengebaut. Das wird der Bestandteil von der Nummer 3 sein. Und Nummer 4, da wird es fusselig. Da bekommen wir nämlich die ersten richtigen Teile vom ja, Kommando, Zentralturm, Gefechtsmast, Brücke, was auch immer. Auf jeden Fall den Hauptturm in der Mitte von der Yamato. Das werden die ersten Teile sein. Hier schon mit den Messgeräten sieht man schon, das wird schon zusammengebaut. Und die ersten zwei Lichtkabel des Projektes kommen auch zum Einsatz. Keine Sorge, da werden noch gefühlt Hunderte, nicht hundert, Hunderte gefühlt, auf jeden Fall noch kommen. Seid gespannt. Also, legen wir los. Jetzt kann ich nochmal die beiden Hefte daher holen. Und dann können wir auch loslegen. Die nächsten zwei Folgen zum noch relativ frischen Projekt legen wir los mit Ausgabe 3 und 4 unseres, blendet, neuen Japan-Projektes, das Space Battleship Yamato. So, da haben wir unsere nächsten zwei Folgen, die wir verbauen wollen. Nummer 3 und Nummer 4. Also wir sind natürlich noch ganz am Anfang und starten erst nochmal noch dieses Projekt, aber wir haben schon viele verschiedene Bauteile auf jeden Fall mit dabei. Legen wir natürlich erst los mit der 3, das heißt, die 4 kommt erstmal zur Seite, und die Bauteile noch in einem großen Blister mit bei, die 4 auch nochmal, aber dann gibt es nur noch kleine Blister, wie wir es ja auch aktuell bei vielen anderen Projekten dann kennen. Bestes Beispiel die Bismarck, weil es ein ähnlicher Entwickler ist. So, dann haben wir einmal hier eine Decksplatte, die brauchen wir aber noch nicht, aber kann ich euch einmal im Detail zeigen. Da mit so einem schicken Anker mit dabei, als Symbol aus Plastik. Dann haben wir schon ein Rumpfteil mit dabei, ein ganz kleines, wie man sehen kann. Schön mit ein paar Details dran, wie man sieht. Das brauchen wir aber, glaube ich, in der Folge auch noch nicht. Genauso wie das hier, das ist quasi das oberste Stück vom Hauptturm, vom Gefechtsmast, von der Kommandozentrale. Dieses Stückchen hier, das ist quasi die, ja, Admiralskajüte, wenn man so nennen möchte. Hier oben wird das sein. Er darf ganz oben sitzen natürlich. Das gibt's.
Aber ich glaube, gebaut wird das tatsächlich, wird an diesen drei Teilen noch nichts. Ich glaube, es geht tatsächlich in dieser Ausgabe nur um das Space Jet. Ja, genau. Es geht nur um das Space Jet, was wir hier haben. Und zwar das Jet an sich haben wir hier aus Plastik. Da haben wir es. Winzig. Und da wollen wir ein paar Details anbringen. Dafür haben wir drei Gussäste. Eins, zwei, drei. Diese Details wollen damit ran. Das ist der Schritt von Bauphase 3. Machen wir doch glatt. Ich hole euch auf jeden Fall näher ran, weil das ist ein bisschen Friemelarbeit. Und die 4 wird gleich auch nicht besser. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und Schrauben brauchen wir, glaube ich, nur einmal kurz am Ende, aber jetzt gerade noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir einen kleinen Cutter, damit wir Teile rauskriegen. Netterweise werden die auch hier einmal betitelt mit links und rechts. Kann man da schon erkennen. LR. Deswegen lasse ich die auch gleich so in der entsprechend richtigen Konstellation. Ein rechter und ein linker, damit ich gleich weiß, aha, was ist was. Genauso wie die beiden Dinger. Ich glaube, die sind identisch. Ja. Da kannst du nichts verkehrt machen. Nur eben aufpassen, weil die sind sehr dünn. So. Und diese drei Elemente, die sehen fast identisch aus, sind sie aber nicht. Deswegen sind sie betitelt. Fokus, Kamera bitte. Danke. Da. L, C und R. Left, right und center. Auch nett, dass das so entsprechend betitelt wird. So, wir haben hier das rechte. Rechts. Mitte. Und links. So, und diese drei wollen angeklebt werden. Das heißt, auf jeden Fall ein bisschen Sekundenkleber muss ran. Die drei. Ups. Die beiden. D. Und auf jeden Fall ein Stückchen Sekundenkleber, damit das Ganze auch gleich hält. Na, kriege ich nichts mehr raus. Ich glaube, ich brauche 9 Sekundenkleber auf jeden Fall. Der ist schon ziemlich dick geworden. Ist noch genug drin, aber schon ein bisschen dickflüssig das Ganze. So, wir sollen diese beiden orangenen Teilchen hinten ans Jet ansetzen. Und zwar haben wir hier zwei kleine Zapfen, wie man sehen kann. Da, links, rechts. Einmal der rechte und einmal der linke. Genau, dann nehmen wir den rechten. Der kommt mit da sieht man ja hier mal eine flache Seite. Hier eine flache. Die zeigt nach oben und soll dann quasi so eingesetzt werden. Aber natürlich mit einer Hilfe von einem Hauchsekundenkleber da rein. Ganz wenig nur, das reicht schon. So. Einmal. Das zweite Stück genauso. So, ein bisschen was reingegeben. Muss wirklich nicht viel sein. Sonst plört das ja auch alles wieder raus. Ja. Mal gucken, dass ich das richtig halte. So soll es sein. Dann kommt das hier auf die andere Seite mit ran, damit das Ganze so aussieht. Klebe ich fest? Nee, doch nicht. So. Gucken, dass es schon an Ort und Stelle hält. Dann drehen wir das Ganze um. Haben hier noch drei Löcher, wie man sehen kann. Jetzt muss ich wirklich mal ganz nah reingehen. Da, drei Löcher. Da kommen diese drei Rohre mit rein. Links, Mitte, rechts. Genau. Hier haben wir auch oben jetzt links. Von mir jetzt oben links, Mitte rechts. Da kommen die rein. Geht nur in einer Position, weil die Abstände und die Löcher anders geformt sind. So, schon mal gucken. Das passt da rein. Na, willst du wohl? Einmal, dann das mittlere. So, lieber ran. Zweimal und
das dritte Stückchen. Dann sollte das eigentlich gleich halten. So. Jetzt sitzen sie alle drei in Position und können trocknen. Dann haben wir diese beiden kleinen Nupsis noch. Die kommen jetzt hier. Haben noch zwei ganz kleine Zapfen. Da und da. Also diese kleinen da, wo jetzt mein Finger endet. Da kommen diese beiden drauf. Irgendwo muss auch ein kleines Loch sein. Oh Gott, wie kriegt man da noch ein Loch rein? Wahnsinn. Da, okay. Ich hoffe, wir kriegen nicht allzu viel. Das Orangene zeigt jetzt übrigens in die Mitte. Boah, nee, das kriege ich jetzt auch nicht mehr hin mit der. Mit den Fingern. Oder doch? Mal gucken. Ja, auf Anhieb nicht. Dann muss ich das schon so einsetzen. Ja, komm. Da sitzt es. An Ort und Stelle. Gott. Und das zweite gleich genauso. So. Die sitzen auf jeden Fall in Position. Müssen jetzt nur noch vom Kleber endgültig gehalten werden. Ja, das haben wir. Legen wir uns zur Seite. Das ist alles von der Ausgabe Nummer 3, die wir haben. Die anderen Teile legen wir uns so, wie sie sind, alle erstmal so sowieso zur Seite. Gut. Das war die Ausgabe Nummer 3 und jetzt geht es weiter mit der Ausgabe Nummer 4. Da gibt es auch viele Teile, viele Fusselelemente auf jeden Fall. Wir werden quasi jetzt damit beginnen, den Turm, den Hauptturm, den Gefechtsmast zusammenzusetzen und brauchen dafür gleich dann das obere Stück, was wir gerade bekommen haben. Das brauchen wir jetzt wirklich auch in Aktion. Dazu erst einmal einen Gussast. Da haben wir die Teile übrigens nochmal. Und zwar diesen hier, den einzigen Gussast, der drei kleine Spitzen hier hat. Die sind aber auch markiert mit LR und C sogar auf den Teilen selber mit drauf. Das heißt, ich brauche mir die auch nicht sortieren, weil wenn es auf dem Teil drauf steht, wohin es muss, ist das natürlich einfacher. Zwei und drei haben wir. Und dann soll das, glaube ich, umgedreht werden. Nee, doch nicht umgedreht werden. Doch schon so richtig. Hier oben in diese drei Löcher mit eingesetzt werden. Und zwar erst das, muss ich aber eben gucken, linke. Das ist rechts. Das ist C. Das ist L. Ups. Stehen bleiben. Das ist L. Und die Spitze hier zeigt jetzt nach außen. Also kommt das gleich so hinein. Ist das richtig? Nee. So, Käse, ich habe doch L hier. Ernsthaft? Gut, dass das C in die Mitte kommt, ist klar. Dann machen wir erstmal das C. Das können wir wenigstens schon machen. So. Damit das wenigstens schon mal sitzt. Und jetzt kommt eigentlich der so richtig rum halte ich's. Aber der kann ja nur hier hinpassen. Wird am ehesten so am besten gut aussehen. Weil wenn ich den hier hinsetze, passt das ja nicht. Also kann ich den ja nur an die Seite setzen.
Ich glaube, da ist die falsch betitelt worden. Sind die falsch betitelt worden, die Teile? Was natürlich in diesem Fall fatal ist, weil ich kann es ja eh nicht lesen. Ich muss mich anhand der Nummern orientieren und dann anhand der Bilder. Aber gut, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt und die eine ist es nicht, dann geht's. Und dann kommt das Stück auf die Seite. So. Damit haben wir das, die Teile mit dran. Schick, schick. Schöne Details, die man jetzt schon, wo man sich jetzt schon drüber freut. So, legen wir einmal zur Seite. Jetzt kommen wir zu neuen Teilen. Und zwar brauchen wir jetzt die ersten Teile von dem Hauptturm. Und zwar irgendwo hatte ich ja nochmal den Z. Da ist sie. Wir brauchen, so wie ich das aussieht, sieht erstmal diese beiden. 2, 3, 4 und zwei Antennen davon, und zwar die kürzeren. Einmal, zweimal. Die anderen brauchen wir ja auch schon. Also die Lichter brauchen wir hier tatsächlich schon. Ja, auch da ist Beleuchtung drin am Ende. Den Rest brauchen wir erstmal noch nicht. Beziehungsweise, ja doch, sehe ich gerade. Oh Gott. Ja, aufpassen. Die ersten Lichtkabel kommen zum Einsatz. Das sind diese hier. Die brauchen wir jetzt ebenfalls. Und hier wird schon darauf hingewiesen, wir sollen. Hier ist nämlich an fast jedem der Lichtkabel, die jetzt kommen, in diesem Projekt, ist am Ende so ein kleiner goldener Ring. Und da steht immer ein bisschen was ab. Manchmal muss man es abschneiden, dieses Überstehende, manchmal nicht. In diesem Fall sollen wir es abschneiden. Dass also das Kabel, das Durchsichtige vom Kabel, wirklich bis zum Goldenen geht und nicht weiter. So. Damit das schön bündig aufhört. Und das beim anderen genauso. So, da soll man wirklich drauf Acht geben, damit man das richtig macht. Weil sonst hast du verloren. So, wir brauchen zuerst das erste Stückchen. Das müsste, mal gucken, welches das ist. Könnte das sein? Wir sind auch noch fast gleich. Aber nein, das ist dieses hier. Das brauchen wir zuerst. Muss er wieder nah ranholen, weil es Details sind wie doof. Und hier in der Mitte. Quasi ist so eine Schiene drin. Da. Da kommt ein. Genau hier vorne ist das. Da kommt eins dieser Lichter, dieser schön türkis leuchtenden Lichter mit rein. Sind identisch. Da kommt es rein und die Wölbung, die wir hier an dem Endstück haben, die hier, die soll jetzt nach außen zeigen. Also die flache Seite nach innen. Und soll hier nur eingelegt werden. Nur eingelegt werden, nicht verklebt werden. Soll hier nur so reingelegt werden. So. Dann kommt hier in diese lange Schiene, die wir hier haben. Da kommt das Lichtkabel rein. Und zwar endet das Kabel quasi das goldene Stück vor dem grünen Element. Ich will ja meinen Fokus momentan nicht so richtig haben. Vielleicht wegen der Nähe hier. Also so soll das Ganze reingelegt werden, dass das goldene Stück an dem grünen sitzt. Kann man ein bisschen eindrücken? Naja, nicht wirklich. So auf jeden Fall soll das aussehen. Und dann kommt noch diese kleine Antenne dazu. Ich glaube, die sind auch identisch. Sonst nehme ich erstmal den hier, der passt, glaube ich, besser und soll hier diese kleine Kerbe mit rein. Ja. Hier, um genau zu sein. So, quasi muss ich mal eben festhalten, weil jetzt kommt der Deckel drüber, der das Ganze festmacht. Deswegen nehme ich den dann wieder raus. Ja, ist gerade nicht einfach. Der Deckel ist jetzt, das war das rechte Stück, was wir gerade haben. Dann muss das ja auch hier der Deckel sein dafür. Ne, das ist links. Das ist auch links. Ah, hier. Hier ist rechts, alles klar. Ja, genau, rechts zu rechts natürlich. Und da kommen jetzt an dieses Stückchen, da haben wir ja drei Zapfen, sieht man die? Da, eins, zwei, drei oder vier sogar. Da kommen dann ein Mini-Tröpfchen Sekundenkleber ran. Ein, zwei, drei, vier.
richtig halten nochmal das Ganze. Antenne rein. Und dann den Deckel drüber. Beim Zusammendrücken. Jetzt bewegt sich das Ding übrigens hier. Dann haben wir auch hier das erste Licht schon zusammen. So, das ist das erste. Und wiederholen wir jetzt nochmal mit dem zweiten. Das heißt, hier kommt das Licht wieder rein. Oder das, was dann am Ende grün leuchtet, einmal. Ich kann eigentlich schon im Vorfeld diese drei Punkte schon mit die Punkte schon mit Kleber besetzen. So. Dann kommt das Lichtkabel wieder dazwischen. Soweit es geht, quasi soll das reingelegt werden immer. So. Antenne an die Seite. Wieder mit rein. Und hoffen, dass alles gleich hält, wenn ich es noch zusammenhalten kann. Dass alles dann so zusammenkommt. Dass das Ganze dann auch hält. Genau. So, haben wir einmal und zweimal quasi. Jetzt haben wir noch größere Antennen. Oder Messgeräte, diese beiden hier, die länglicheren, die werden jetzt hier oben jeweils draufgesetzt, dass sie nach außen abstehen. Also einmal hier drauf. So. Wird auch verklebt. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Genau. Wie ich schon vermutet habe. So, ein bisschen Kleber hergeholt und dann kann es losgehen. Auch hier mit einem kleinen Hauch hier an die Spitze mit dran. Können wir was einsetzen. Geht auch nur in einer Position, sehe ich gerade. So. Aber wir sehen schon man sieht schon die Position von dem Ganzen. Einmal. So. Und dann das zweite Stück. Kommt hier oben mit rein. Also Friemelarbeit schon direkt zu Anfang. Sehen wir schon. So. Haben wir auch. Jetzt sind beide schon mal etwas erweitert worden. So, jetzt kommt einmal, das könnte schon das obere Stück der Brücke sein. Das ist dieses hier zum Einsatz. Da werden zwei Plastikteile eingeklebt. Das sind diese beiden hier. Auch hier mit L und R markiert. Das ist sehr nett, damit wir wissen, was wohin gehört. So. Und werden hier an die Seiten, da haben wir ja zwei Löcher. Sieht man, da und da, ebenfalls mit eingesetzt. Und zwar nur so, wie es passt. Das linke könnte hier hinkommen, mal eben gucken, ob das passt. Die flache Seite auf jeden Fall von dem Stück soll hier. Moment, mal eben gucken. Ja, die flache Seite, die da ist, soll auf jeden Fall. Ach so, andersrum. Soll sich auf jeden Fall der Form hier ergeben. Tippen mal, das kommt dann hier ran. Ich gehe mal davon aus, dass das so passen soll. Ja, ganz stark. Anderweitig kann das glaube ich nicht passen. Sollten die rüberstehen so ein bisschen? Na gut, das andere Ding kann ich ja gar nicht reinsetzen. Das wird ja gar nicht passen. Das andere wird nicht passen, also es muss das eine sein.
dann machen wir das. Hier ein bisschen Sekundenkleber ran. Sieht man nämlich nicht hundertprozentig, aber es kann nur so passen. Einmal. Und das Gegenstück nicht wegfliegen. Auf die andere Seite. So. Haben wir auch mit dran, die beiden Details. Jetzt kommt, es wird nur zusammen gesteckt jetzt, die beiden Messgeräte, die wir jetzt hier haben, links und rechts, kommen jetzt beide hier durch. Und zwar soll man das genauso halten wie jetzt. Eins kommt mit Lichtkabel einmal hier durch. Und hier haben wir ja ein Endstück, da das, was absteht hier, das greift in dieses Loch mit rein. Müssen wir ein bisschen knicken, das Ganze tatsächlich. Nee, doch nicht, gar nicht, wahr? Nur so ein bisschen reinknicken, einmal, zweimal, soll nur reingelegt werden, nicht verklebt, nur reingelegt werden, natürlich so, und darüber kommt dann das Dach quasi, das hält dann die in Position, die Teile, da kommt es hin. Denke ich mir, so kommt es zusammen. Ja. Die Lichtkabel sind sehr stabil, merkt man schon. Aber so kommt das zusammen. Und dann haben wir noch ein Schräubchen. Ups, falls ich gerade in der Linse war, sorry dafür. Dann kommt noch eine Schraube zum Einsatz, die das Ganze dann zusammenhält. So gehört das zusammen alles, ja. Und wird dann hier unten verschraubt. So. So soll das aussehen, glaube ich. Genau. Sieht bei mir ähnlich aus. Also gehen wir davon aus, dass wir hier schon ein sehr filigranes Element geschaffen haben. Das obere Stück. Schick. Wunderbar. Und da kommen die ersten LED-Kabel raus, oder Lichtkabel raus, aber keine Sorge, dabei wird es nicht bleiben. Gut, damit haben wir es erledigt. Das war die Ausgabe Nummer 3 und 4. Wir haben dieses Stück jetzt fertig. Wir haben noch zwei weitere Bauteile in der 4 bekommen. Das ist einmal dieses Fenster. Das kommt hier oben drauf, aber noch nicht. Sollen wir nur zur Seite legen. Und ein weiteres Rumpfteil ist auch mit dabei, Kielstück. Das bekommen wir, aber nur geliefert. Das heißt, ich kann euch das Ergebnis im Ganzen zeigen. Das haben wir gebaut. Das kommt noch dazu. Rumpfteil 1, Rumpfteil 2 und ein Decksteil auf jeden Fall und ein Spacejet. Jetzt ist es auch trocken mittlerweile, war ebenfalls mit dabei. Ja, das sind die Ergebnisse von Ausgabe 3 und 4. Und was die nächsten zwei Folgen uns erwartet, da schauen wir eben rein. Ja, der zweite Doppelschritt ist geschafft. Wir haben ein paar Einzelteile bekommen, erstmal nur, um sie zu bekommen. Und zwar zum Beispiel zwei Rumpfteile, die da mit bei waren. Aber haben auch ein bisschen geklebt, viel geklebt, filigrane Arbeiten. Einmal ein kleines, kann man gut erkennen, ein kleines Spacejet mit ein paar Details versehen. Dann noch was Grobes zum weiter zurechtlegen erstmal, eine Decksplatte und die ersten Friemelarbeiten am Hauptturm. Das ist der hier. Die sind ebenfalls schon Fokus. Danke, schon zusammengesetzt worden. Gut, das war alles für die heutige Folge. Wie geht's nächstes Mal weiter? Kann ich euch sagen, weil die Teile haben wir schon hier natürlich. Ich habe die alle schon parat gelegt, wenn ich dann mal wieder ein paar mehr Videos am Stück mache, wisst ihr, dass sie nicht weit sind. Und zwar werden wir in der Ausgabe Nummer 5, wie ihr sehen könnt, ein weiteres Rumpfteil kriegen. Aber nicht nur das, wir werden die Wellenkanone zusammensetzen, beziehungsweise die LED dafür auch. Die haben wir hier. Das wird vorne nämlich in den Bug des Schiffes mit eingebaut. Das Bugteil haben wir ja schon. Hier, da kommt die Wellenkanone rein quasi. Das ist die Wellenkanone. Und da wird das ganze elektronische Element hier mit eingebaut. Und in Ausgabe Nummer 6 gibt es noch ein Rumpfteil.
Und wie ihr sehen könnt, schon diverse Lichtkabel, die sich hier verstecken, plus Markierungen sind auch mit dabei und weitere und ja, Verbindungselemente. Aber ich kann auch sagen, ich glaube, das war in der Ausgabe 5 oder 6, mal eben gucken. Ich will ja nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, in der Ausgabe 5 wird erstmal die Wellenkanone zusammengesetzt, genau, also erstmal die technische Komponente davon. Und in Ausgabe 6, genau, dann werden die bisherigen Rumpfteile, die wir haben, zusammenkommen, denn die LED für die Wellenkanone wird mit eingebaut und dann werden die Halterungen ebenfalls mit Lichtkabeln ausgestattet. Und ja, das sind die nächsten zwei Schritte, die wir haben werden. Also auch gar nicht mal so wenig, sieht wenig aus, ne, wenn man so die Bauteile sich anguckt und die Blister sich anguckt, aber auch die haben einiges in sich. Freut euch drauf, ich auf jeden Fall. Gut, das war alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo. Wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich sehr drüber und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf meinem Kanal online gehen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal geht es dann weiter mit Ausgabe Nummer 5 und 6 unserer Yamato. Freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid und ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und alles Gute, bis zum nächsten Mal.